Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs. Neue Aufnahmesession, neues Outfit und heute trägt Ray ein Team Fortress 2 T-Shirt eines Sandwiches. Ja, da brauchst du gar nicht auf die Uhr zu schauen. Edible Device, ein appetitlicher Tipp. So kann man es glaube ich übersetzen. Und hier auf dem Rücken nochmal, was das auch immer darstellen soll. Keine Ahnung, ich kenne das Spiel ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich das schon mal im Schrank hängen habe, dann ziehe ich es natürlich mal an. Beim letzten Mal haben wir unsere kleine Villa hier uns gekauft, nachdem wir ein Autorennen gewonnen haben und einfach mal 100.000 Euro investieren konnten. Ich glaube, das haben wir ganz gut angelegt, das Geld. Und praktischerweise haben wir hier direkt daneben auch noch eine Garage. Nix Zeitung lesen, du sollst mir mein Fahrzeug bereitstellen. Ein Auto bereitstellen, ich sagte es bereits. Wenn es denn irgendwie geht, Dankeschön. Und ich würde sagen, wo ist denn unser Luxus? Ist der das gewesen? Genau, der Blazed, unser gelber Lamborghini-Verschnitt. Ja, Spiel bitte nicht aufhängen, Dankeschön. Danke, werden wir. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben einige Möglichkeiten. Wir könnten der Hauptaufgabe nachgehen. Der Hauptstory weitergehen. Es ist auch ein neuer Fall verfügbar von der Polizei. Der befindet sich allerdings noch im ersten Stadtgebiet in North Point. Da würde ich sagen, das machen wir, wenn wir mal wieder dort sind. Dann könnten wir zu den Docks, das ist ein Autorennen, das brauchen wir nicht. Wir könnten auch die Jade-Statuen zurückbringen. Haben wir ja, glaube ich, sogar zwei gefunden. Und ein paar neue Nachkampftechniken aneignen. Das sind alles Drogenrazzia-Aufträge, das machen wir nicht. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal der Hauptstory nach, auch wenn es gerade so ganz in der Nähe ist. Und die nennt sich schlicht und einfach Pech. Pech im Spiel, Pech in der Liebe. Mal schauen, worauf diese Mission hinauslaufen wird. Und auch einige neue Gefälligkeiten habe ich schon auf der Karte entdeckt, die neu dazugekommen sind. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal hier weiter mit der Hauptstory. Und da war ja zuletzt die russische Einwandererin entführt worden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Hey, funny, funny, funny. Kind of you to join me. Care for some tea? Yum tea. Thank you. Tujin Sao seems to be getting very comfortable in his new position as temporary chairman. Too comfortable. I hear that he is already planning to make it permanent, should Uncle Po not recover. Big Smiley will kill him before he'll let that happen. Indeed. And that would allow Lee to take over the Sanonyi himself. But that can't happen. No, it cannot. Tu Jin must go. Danhai, he must not be removed by force. He must step down on his own, after which there will be an election. Why would he step down? Tu Jin likes heroin. So far, he has managed to control his habit. Danhai, anyone who indulges as he does lives permanently on the brink of an abyss. Nah, I've arranged for the quality of his supply to improve, and now you will give him a nudge over the edge. Okay, how? He is an immensely superstitious man, Ho Mai Sunga, obsessed with feng shui. He cannot bear to have the slightest thing out of place for fear of the misfortune it will bring. And you want me to... Make sure his luck turns bad. Very bad. I like your style. I will. Okay, also hier in der Hauptsache geht es jetzt also eher um die Triadensache jetzt weiter. Hey, what's your problem, kid? Mrs. Chen wants you to talk to me. Okay. Hey, you broken noses guy? Mrs. Jing said you were gonna do some. She told me to tag along. Give you feng shui advice. Feng shui! A lot of people live by it. Feng shui is huge in Hong Kong. You believe that? Yeah. I've been spending a lot of time reading about ghosts and the supernatural. Wanna make sure nobody I kill can hurt me. You know what I mean?
Okay, hier geht's also jetzt tatsächlich mit der Triaden-Story erstmal weiter. Und wir haben von Broken Nose, einer der Red Bulls, den Auftrag bekommen, den Sohn, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, von Onkel Po nicht zu beseitigen. Sie mag ja nicht, wenn Blut spritzt. Sie mag es irgendwie auf eine etwas andere Methode, auch wenn sie ja nicht unbedingt feinfühlig dabei ist. Und jetzt wollen wir ihn anscheinend irgendwie, weil er sehr an Feng Shui glaubt, ein paar Sachen in seinem, also in das Auto, in die Position bringen. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie seine schönen Sachen, die er schön säuberlich platziert hat, ein bisschen umstellen anscheinend. Und mal gucken, wie wir da reinkommen in seine Luxusvilla. Momentan ist er der Interims, der Drachenkopf. Ach, Zhao, so hieß er. Okay, und jetzt haben wir natürlich die Chance, wo der weg ist, da einzudringen, vermute ich mal. Weg in die bewachte Wohnanlage finden, okay. Ja. Gegensprechanlage benutzen, um in das Gebäude zu kommen. Überzeugen. We got a delivery for you? Really? My husband didn't tell me. He better not have ordered something stupid from the internet again. Nee, nicht vom Internet, keine Sorge. So, das war jetzt einfach hier ins Gebäude zu kommen. Ah, jetzt kommen wir hier hoch. Das kannst du aber laut sagen. Er hat irgendwie eine creepy Stimme. Und vor allem bin ich nicht so fett wie du. So, jetzt kommen wir hier rüber, ne? So, Wachen beschwatzen und Tu Shins Anwesen finden. Sind die roten Dinger jetzt Feinde oder kann ich die erstmal beschwatzen? Okay, hier können wir erstmal hoch. Und ich glaube, da ist auch eine Jade-Statue in seiner Villa versteckt. Hey, don't be creepy. What? You never heard of a grand massage? Tell it mit dir, denn like a real one, not a sex one. Happens all the time. Just ask any professional athlete. So, how's business? To be honest, Sunday. So. What the hell do you think you're doing? Dich beschwatzen kann ich. The boss's dog got out. We don't find it before he comes back, and heads will roll. Oh shit! I haven't seen it. Wahrscheinlich hat er nicht mal einen Hund. Ja, und du ganz unauffällig mal eben an dem vorbei. Warum nicht? Hey, jetzt warte doch mal auf mich. Ich kann die ganze Zeit, während die Zwischendialoge da reden, nichts dazwischen sagen. Das kommt dann irgendwie so ein bisschen blöd. So, aber jetzt sind wir anscheinend schon durch. Achso, oder auch nicht. Wir müssen einen Weg durch das Tor finden. Also hier kommen wir bestimmt locker rüber. Jo, das geht locker. Müssen wir jetzt nur noch von innen öffnen. So, ich glaube, da war gerade ein kleiner Animationsfehler. Schloss von Tu Shins Anwesen knacken. Ja. Dann kommt jetzt wohl wieder so eine kleine Dietrich-Passage. Wie ging das denn noch? Mit den rechten... Achso, alles klar. Mit den rechten Analogstick so ein bisschen hochhalten. Dann einmal mit dem linken Analogstick zur Seite knacken. Ah, der ist schon ein bisschen härter. So. Erfordert ein bisschen Feingefühl. Aber das haben wir. Die Triche können hier anscheinend auch nicht abbrechen. Das ist ganz gut. So, und er ist hier schön luxuriös. Hat er eine Taschenlampe dabei? Ich glaube, das ist schon die Jade-Statue. Die holen wir uns auf jeden Fall als erstes. Dann lohnt es sich vielleicht noch einmal mehr zum Dojo zurückzukehren. Nur die Frage, wie komme ich da hin? Ich will da anders Dingens.
I know four is bad, but shouldn't we try something else? Oh, kann ich das Ding umwerfen? Achso, wir müssen die zerstören, alles klar. Bam, ist einmal reingetreten in die Tonne. Aber irgendwie will ich lieber daran, kann ich... Auftreten kann ich auch nicht, ich will das Ding! Mann! Okay, müssen wir anscheinend irgendwann anders nochmal wiederkommen. Geht das hier jetzt irgendwie auf Zeit oder so? Kann ich das Klavier auch kaputt machen? Ach komm, dann machen wir die komischen Vasen kaputt, die sowieso nicht besonders hübsch aussehen. Na falsch. Vandalismus plus irgendwas Punkte. Wieso so ein schlechtes Gewissen Glücksbringer? Ah, so kommen wir jetzt an die Jade-Statue. Aber vorher mal wieder ein kleines Safe-Knacken-Rätsel. So, ich glaube, das war gut. Falsche Richtung, jetzt wieder in die andere Richtung. Wieder die 14. Interessant. Ja, jetzt hatten wir es gerade schon und das war die 10. Tada! Sesam, öffne dich. Erstmal die Jade-Statue. Muhaha. Du bist ja witzig, darauf müssen wir hier nach oben. Und wir sollen jetzt die Uhr auf 4.44 Uhr stellen, okay. Aber wo geht's denn hier nach oben? Das Anwesen ist so groß, man verläuft sich hier schon fast. Ah, hier geht's nach oben. Dann machen wir es auch noch. Ich glaube, da würde er durchdrehen. Das ist aber auch wirklich eine heftige Krankheit, wenn man so perfektionistisch eingestellt ist, dass wirklich... Ich weiß nicht, wie man die Krankheit nennt. Vielleicht wisst ihr das ja, schreibt es mal in die Comments. Wenn man wirklich alles... Weil für jeden Gegenstand, den man im Haus hat, einen bestimmten Platz hat. Und wenn man den wirklich nur um einen halben Meter verstellt, dann dreht derjenige wirklich komplett durch. Das gibt es ja ernsthaft sowas. Und ich frage mich gerade, wo zur Hölle ich denn hier lang muss. Müssen wir jetzt nach draußen oder was? Stell die Uhr auf 4.44 Uhr, ja, aber welche Uhr und wie komme ich da hin zum Tor? Ach, da! Oh, ich bin auch blind. Alles klar. Die Uhr meinst du? Ich dachte schon, was macht der denn jetzt? 4.44 Uhr. Unfug betrieben. So, den Flügel drehen. Ach, Leute, was habt ihr denn für Sachen hier vor, ey? Wie soll ich den denn drehen, bitte? Ja. Sag mal, wie soll ich den drehen, sonst muss ich jetzt hier von der Seite, oder was? Ich würde ihn ja gern drehen. Hilfe! Ah, jetzt konnte ich es gerade Piano verschieben. Und Quicktime Event. Drück. Oh, jetzt muss ich glaube ich gar nicht mehr. Oh, das war jetzt ganz böse. Was freust du dich eigentlich darüber so? Ja, schnell weg. Mr. Chow, is that you? Anybody in there? Nein. Hier ist niemand. Wo müssen wir hin? Just hide. Stay calm. Ja. In Deckung gehen. Bleiben Sie in Deckung, bis der Wachmann wieder geht. Was? Die Sicherheitsleute haben Sie gefasst. Was? Ja, wo soll ich denn jetzt in Deckung gehen? Willst du mich verarschen? Oder hier in Deckung gehen. Ah, so. Die konnten von draußen hier reingucken. Alles klar. Na, dann ist es kein Wunder, dass er mich gesehen hat. Nein, hier ist niemand. Jetzt haut ab. Golden Koi kann ich nur empfehlen.
Ja, und jetzt? They're gone. Come on. So, wo jetzt hin? Bewachte Dingens verlassen. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hier wieder raus, sag mal? Okay, noch ein paar Stühle hier umgerammt, unfreiwillig. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder schnell nach draußen. Oh, scheiße, eine Kamera. Ja, ich sehe, dass da eine Kamera ist. Ja, ach. Also müssen wir die auch noch eben hacken, wa? Ah, Hilfe. Wow, dass der Dicky hier so hochspringen kann, ist ja der Wahnsinn. Ah, geh mal weg. Jetzt werden hier bei dieser Mission diese ganzen Minispiele ein wenig kombiniert. He told me I could eat for free at his restaurant until he paid. That way, I wouldn't cut off his hand like I normally would. Salt crab was the most expensive thing on the menu. I had that every night for... Oh shit, I think he's home. Get down! So, was kommt jetzt als nächstes? Ah, da kommt er wieder. Und wir haben, glaube ich, eine gute Position, um zu beobachten, wie er dann reagieren wird. Ey, den kennen wir doch auch, oder? Those cards must have been rigged. Wie der Wagen nach oben geht. Never. What home lobby single come here? Why did you stop me? It's your job to protect me, isn't it? Fucking rodents, all of you. What is this? Galator, look at this. How can you let this happen? It's all gone to shit. Gone to shit. What do you want us to do, boss? Get out. Get out. I need to think. Chihaya! Wait. The guy left that car. It's Jacket. Okay, dann jetzt müssen wir ihn hier folgen. Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass das der Mann von Broken Nose ist? Broken Nose? Muss ich jetzt da in den Wagen oder was? Okay, ich steige ein und nix wie weg hier. Ob das Tor ist oder nicht zu? Okay, so hier weg. Ach, wir kommen auch so hier weg, alles klar. Sehr schön. Und Old Salty Crab zu was bringt? Achso, da ist ein Auto schon, alles klar. Oh, und da ist eine Lieferung von Kohlenkohl gerade eingetroffen. Ah, nicht schlecht. Und die Mission scheint mir erfolgreich gemeistert zu haben. Ja, Mission abgeschlossen. Volle Punkte in beiden Bereichen. Oh, nur $500 Belohnung. Und aber ein Stufenaufstieg in Triadenerfahrung. Da gehen wir gleich mal zu den Upgrades. Und schauen uns an, was wir da jetzt freischalten können. Was war das hier? Ellbogenschlag. Verpassen Sie dem Gegner einen heftigen Ellbogenschlag. Was war hier oben weiter? Nahkampfwaffen Sprintangriffe. Schalte die Fähigkeit effektiver Waffenangriffe während eines Sprints frei. Ah, aber so oft haben wir es jetzt auch nicht, dass wir Waffen bei uns tragen. Mach ich mal lieber erstmal den Ellbogenschlag. Linke Schultertaste gedrückt halten und B gedrückt halten. Werde ich wahrscheinlich schon beim nächsten Mal vergessen haben im nächsten Nahkampf. Aber egal, schalt mir den erstmal frei. Und wir haben auch noch die ganzen Nahkampf-Upgrades. Ein Dimmack, ein aggressiver Konter, der einen Gegner zurückwirft. B und Y drücken, okay. Aber hier können wir noch gar nichts freischalten. Angriffsschlag, Angriff nach einem Tackling. Ach Gott, A und B gedrückt halten, dann X. Eieiei.
Aber hier können wir noch gar nichts freischalten. Dazu müssen wir anscheinend wirklich erstmal zum Dojo. Und wir kriegen einen Anruf. Ja. Ach, von Broken Nose ist das. Uncle Poe. He's dead. Oh. We're making arrangements for the funeral. Things could get complicated. Yes. I'll be in touch. Of course. Whatever you need. Oh. Das war jetzt mal eine traurige Nachricht. Onkel Poe, der Drachenkopf, ist gestorben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer dessen Nachfolger antreten wird. Wie heißt denn die nächste Mission? Interessen. Interessenskonflikte. Oh, hier haben wir mal eine Nebenmission um die Ecke. Ich würde sagen, die machen wir vorher mal als nächstes. Aber ein Blick zur Uhr verrät mir, dass wir diese Nebenmission, das ist wohl einer, was mit den Augen passiert, einer wohl liegen geblieben. Ja, wir heißen Ray, aber wir helfen dir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Sleeping Dogs.